Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz, und ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar geht es heute um das innere Kind. Das ist ja ein sehr populärer Begriff, auch in der Energetik und in der Psychologie, und umfasst ja eigentlich so diesen Zeitraum der Kindheit. Das ist ja jetzt so, das ist ja kein. Man kann es schon als Teilpersönlichkeit auch sehen, aber eigentlich ist das so ein Zeitraum, wo wir halt sehr beeindruckbar waren. Und das innere Kind wird ja ausgezeichnet dadurch, dass wir natürlich auch eine sehr, sehr starke Abhängigkeit von unserem Umfeld hatten. Das heißt, wir waren eigentlich, um überleben zu können, von unseren Eltern abhängig oder von unseren Bezugspersonen. Und je nachdem, wie gut die unsere Bedürfnisse wahrnehmen konnten, deuten konnten, ja, umso besser ist es uns gegangen. Denn wir konnten natürlich nicht artikulieren, wir konnten uns selbst nicht ernähren, wir waren eigentlich absolut abhängig. Und das Spannende ist, wenn man sich das jetzt so vorstellt, wir machen jetzt einen Schritt, einen Riesenschritt in die Gegenwart rein, dann steigt in vielen Menschen eine enorme Unsicherheit auf. Und viele werden wieder eigentlich in so eine, ja, in das Gefühl dieses, ich bin abhängig von etwas, reingestoßen. Ich bin abhängig von Regeln, die mir wer macht. Ich bin abhängig von Vorschriften, die mir gemacht werden. Ich bin abhängig von Arzneimitteln, die ich vielleicht kriege oder nicht. Das heißt, dieses Thema, ich bin wieder abhängig, ich bin wieder klein, ich schaffe es allein nicht, ist eigentlich sehr aktuell. Und in solchen Zeiten, in diesen Krisenzeiten, so wie es wir jetzt auch erleben, ist es dann natürlich auch wichtig, dass man nicht nur in dieser kindlichen Abhängigkeit und damit in dieser Erinnerung bleibt, sondern auch in dieser Erwachsenenenergie sich selber bei der Hand nehmen kann und aus sich selbst heraus Klarheit, Stabilität und Orientierung erzeugen kann. Und das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich dieses, ich in meiner Erwachsenenrolle nehme mich mit all meinen Ängsten, Unsicherheiten, Sorgen, mit den Anteilen, die einfach keinen Plan haben jetzt, bei der Hand und führe mich dadurch. Und die heutige Übung soll dir jetzt dabei helfen, eben diesen Erwachsenenanteil zu aktivieren, klar mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen. Und dann dadurch auch eine Zusammenarbeit zu erreichen. Was passiert da? Man wird selber stabiler, sicherer, mutiger, man geht mehr in die Eigenverantwortung rein. Und gleichzeitig dadurch, dass sich das innere Kind entspannt, das ist so die Analogie dazu, ist so das Nabelchakra, wird auch mehr Lebensfreude, Lebenslust, Leichtigkeit aktiviert. Bekommen wir mehr Neugier wieder rein, mehr Forschergeist in das Ganze. Und sind auch wieder aufgeschlossener und natürlich auch inspirierter. Also das ist schon ein durchaus wesentlicher Anteil, den man nicht übersehen sollte, dieses innere Kind. Und deshalb werden wir uns jetzt gleich mal dieser Übung widmen. Okay. Wie gesagt, das innere Kind selber werden wir jetzt nicht so als Person wahrnehmen, oder ich werde da nicht so arbeiten, dass das jetzt eine gewisse Persönlichkeit ist, sondern einfach, das ist der Zeitraum, der dich sehr stark geprägt hat. Nämlich der Zeitraum, wo du selber noch ganz formbar warst. Ganz leicht beeindruckbar. Und an diesem Zeitpunkt gehen wir jetzt so ein bisschen zurück. Das heißt, du schließt jetzt mal deine Augen, wenn du möchtest. Und atmest mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und nachdem der Anteil, zu dem wir jetzt reisen wollen, dieses innere Kind, ein sehr, sehr beeindruckbarer Anteil ist, ist er meistens ein bisschen verkapselt, ein bisschen geschützt.
dass da keine neuen Eindrücke reinkommen, dass man nicht womöglich nochmal verletzt wird. Und darum ist es gut, wenn du mit dem inneren Kind arbeitest, dass du dir mal vorstellst, dass das innere Kind in ein Schutzlicht gehüllt wird. Also dieser Anteil, dieser beeindruckbare Anteil wird jetzt in ein goldenes, schützendes Licht eingehüllt. Und dieses Licht sagt symbolisch, keine Angst, ich liebe dich, ich bin für dich da, ich behüte dich, ich beschütze dich. Es wird dir kein Leid widerfahren. Und dieses Licht liegt jetzt wie eine Schutzschicht um dein inneres Kind herum. Und aus dieser Schutzschicht heraus darf jetzt mal jegliche Anspannung abgesaugt werden. Jeglicher Zweifel abgesaugt werden, jeglicher Selbstboykott abgesaugt werden, alle Beurteilungen, alle Verurteilungen, die du auf dieser Ebene gespeichert hast. Das darf jetzt von dir abfallen. Und du entspannst dich mehr und mehr. Und du spürst, wie dieses schützende Licht jetzt immer näher zu deinem Unterbewusstsein kommen kann. Und wie es dein inneres Kind ganz sanft einhüllt, sodass dieses auf allen Ebenen zutiefst zufrieden und friedlich ist. Du spürst, dass sich dein Unterbewusstsein, dein Nabelchakra, dein inneres Kind immer weiter und weiter entspannt. Das bedeutet, dass jegliche Anspannung abfließt, dass jeglicher Stress, jede Verengung, jegliche Unsicherheit aus deinem Nabelchakra abfließt, gereinigt wird und immer tiefer und tiefer in die Erde sinkt. Du atmest noch mal tief ein und wieder aus. Und jegliches zerstörerische oder selbstzerstörerische Potenzial deines inneren Kindes wird nun geheilt und löst sich. Und du spürst eine tiefe Erleichterung, einen tiefen Frieden, als sich dein Nabelchakra, dein inneres Kind weiter öffnet und ganz in die Erdung reinfließt.
Atme tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Du spürst jetzt, dass sich durch die Reinigung deines Unterbewusstseins auch deine feinstofflichen Kanäle reinigen. Du wirst also immer mehr und mehr eins und du spürst, dass sich dein Unterbewusstsein absolut entspannt, dass sämtliche Versprechungen oder Schwüre, die da auf emotionaler Ebene ausgesprochen wurden, jetzt transformiert werden. Zum Beispiel, ich werde immer für dich da sein in Bezug auf die Eltern. Ich liebe dich so, dass ich immer für dich da sein werde. Das wäre ein mögliches Programm. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und erlaubst dir jetzt, dass eben diese Selbstboykottprogramme rausgelöst werden, sodass du immer weiter, klarer und freier wirst im Nabelchakra. Spüre nun, wie ein tiefer Frieden, eine tiefe Zufriedenheit sich in dir und um dich herum breit macht. Und du kannst auch wahrnehmen, dass in deinem Herzen eine tiefe Zuneigung und Liebe erwacht. Und diese tiefe Zuneigung und Liebe jeder hat Meinungen und alles im Außen ist laut, aber du kannst jetzt auf dein Herzzentrum hören. Und deine eigene Liebe, deine eigene Kraft und deine eigene Heilung spüren. Du spürst nun, dass sich dein Herzzentrum mit deiner gesamten Erwachsenenkraft sich jetzt deinem Nabelchakra öffnet. Dein großes Ich, dein Erwachsenen-Ich entdeckt jetzt dein inneres Kind-Ich. Und spür mal, welche Freude dein Erwachsenen-Ich mit deinem Kind-Ich hat. Wie absolut begeistert und auch bedingungslos geliebt. Und in dieser Liebe
Lösen sich jetzt vergangene Unsicherheiten. So dass du völlig klar und kraftvoll, genau in deinem Tempo, dein inneres Kind willkommen heißen kannst. Und du kannst dir das jetzt einfach wie einen orangen Kreis vorstellen. Oder abstrakter wie ein Energieelemental, dein Nabelchakra. Wichtig ist jetzt, dass dir bewusst ist, um was es geht, nämlich, dass du ganz klar über dich und dein Leben entscheiden kannst. Und du spürst jetzt, dass dein Erwachsenen-Ich und dein inneres Kind ganz viel Freiraum benötigen. Und Freiraum ist symbolisch die Ebene Solarplexus. Das ist auch so energetisch, die Ebene Ich und die anderen ist da drauf. Und du spürst, dass jetzt alles aus deinem System herausgereinigt wird. Sodass ein wundervoller Raum für dein inneres Kind entsteht. Wie ein Garten. Eine Spielwiese. Sehr gut. Und in diesem Raum, der da geschaffen wird, wurzelt sich jetzt dein inneres Kind ein. Und sämtliche Missgunst, sämtliche Selbstzweifel, sämtlicher Leidensdruck lösen sich jetzt aus deinem Unterbewusstsein. Und du spürst, dass du ganz klar, sicher und mutvoll in die Erdung gehst. Das heißt, du lässt dich mit all deinen Sinnen im Hier und Jetzt, in der Gegenwart nieder. Vergangene Einschränkungen und Themen lösen sich. Sehr gut. Und jetzt lösen sich nochmal alte Anspannungen. Und ganz wichtig nochmal Selbstmitleid. Der Selbstboykott, die Meinung, dass man nie wirklich erwachsen sein kann. Es wird jetzt gelöst und transformiert. Du spürst jetzt die absolute Heilung, die durch dein System fließt. Und spürst auch, dass es an der Zeit ist, dein inneres Potenzial, also das Potenzial
deines inneren Kindes zu aktivieren. Und jetzt stellst du dir einfach mal vor, dass dein inneres Kind ein Grundstück hat, einen Garten hat, wo es spielen kann. Und dieser Garten ist exakt quadratisch, ein perfektes Viereck. Und an jeder Ecke des Vierecks, also an den Vierecken, steht je eine wunderschöne Kerze in rosa, rot, weiß, grün und orange. Das ist eine rosarote, weiße, grüne, orange Kerze. Und in diesem Lichtviereck kann sich dein inneres Kind, deine Inspiration, deine Orientierung zum ersten Mal in aller Klarheit entfalten. Und sämtlicher Stress löst sich. Und du spürst, dass dein inneres Kind mit dir optimal ankommt, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Und du spürst eine tiefe, tiefe Verbindung zur Vergangenheit. Und diese Verbindung ist Liebe und Dankbarkeit. Es ist keine Sehnsucht mehr, sondern einfach nur Liebe und Dankbarkeit. Du atmest noch mal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie sich dein innerer Mann, dein aktives Wesen auch in die Kraft kommt, mit dem Versprechen, dass wann immer dein Unterbewusstsein, dein inneres Kind etwas benötigt, wirst du da sein und es halten, es lieben. Und soweit es in deinem Rahmen ist, auch Lösungen und Hilfe zu gewähren. Sehr gut. Und du spürst jetzt, dass dein Erwachsenen-Ich und dein inneres Kind in einer absoluten Einheit sind. Und somit kannst du all deine Sorgen, Ängste, Unsicherheiten ganz getrost hinter dir lassen. Sehr schön. Du spürst nun, wie deine Herzzentren aufgehen und du spürst eine tiefe Leichtigkeit, einen tiefen Frieden von deinem Nabelchakra ausgehend. Und nun wiederholt sich noch einmal der Schutz. Das Schutzlicht, das du zu Beginn zu deinem inneren Kind gesteckt hast. Und es erdet
dich, es erdet dein inneres Kind und es löst alten Groll auf. Du spürst jetzt, dass du alles in der Hand hast und du spürst auch, wie du in dir voller Kraft bist, wie du in dir voller Mut bist und wie du in dir voller Leichtigkeit bist. Du spürst, dass du dein Unterbewusstsein und inneres Kind sehr kraftvoll bearbeitet hast und Themen gelöst hast. Und du spürst, dass du nicht mehr abhängig von inneren oder äußeren Umständen bist, sondern ganz klar aus deiner Mitte heraus, ganz klar handeln kannst. Atme noch mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du erinnerst dich ja an dieses Aktivierungsviereck mit den Kerzen. Und dieses Viereck wird jetzt, dieses perfekte Quadrat wird jetzt in der Mitte aktiv. Und genau im Mittelpunkt dieses Quadrates stehst du. Und somit aktiviert sich jetzt deine Lebensfreude. Dein inneres Kind auf allen Ebenen. Und du spürst, dass in dir die Würde und das Leben und die Liebe vereint sind. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Nochmal ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie dieser Erdungswürfel dein inneres Kind ganz klar in seinen Raum setzt, in seinen Rahmen setzt. Das ist ja positiv. Und über diesem Rahmen bist du in deiner Erwachsenenkraft. Und du spürst, wie viel Leichtigkeit, Lebenslust und Freude in dir stecken. Und du spürst, dass es jetzt an der Zeit ist, all das fallen zu lassen, loszulassen, was du nicht benötigst. Und was zurückbleibt, ist Leichtigkeit, Freude, aber auch eine unendliche Stabilität, deine Stabilität, deine Unabhängigkeit. Du spürst jetzt eine tiefe Zufriedenheit, eine tiefe Liebe und du bedankst dich jetzt mal vor allem bei deinem inneren Kind, für deiner göttlichen Führung. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus und dieses Quadrat hat sich gelöst.
Dein inneres Kind ist super geerdet und du spürst, dass du gut auf dein inneres Kind Acht geben kannst. Und in diesem Augenblick spürst du, wie du wieder Schritt für Schritt ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückkehrst. Und du spürst, dass du ganz bewusst bist und in einem neuen Bewusstsein kommst. In dem Bewusstsein, dass du alle deine Themen in der Hand hast und gut mit dir arbeiten kannst. Dass du dir den Rücken stärkst und dich niemals im Stich lässt. Und du atmest dieses Wissen dreimal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass du immer mehr und mehr ins Hier und Jetzt zurückkommst. Du bewegst deine Beine und deine Arme, streckst dich durch. Bewegst deine Schultern und Hüften und kommst dann genau in dem Tempo, in deine Zeit, in deinen Raum zurück. Bedankst dich nochmal bei deinen geistigen Helfern und Führern. Du spürst jetzt wieder gut die Unterlage, auf der du sitzt. Bewegst dich nochmal durch, streckst dich nochmal durch. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz ins Hier und Jetzt, diese Zeit und diesen Raum zurück. Und du kannst diese Meditation natürlich wiederholen. Auch das Bild, dieses Bild des Erwachsenen-Ich kümmert sich ums innere Kind-Ich. Und das innere Kind-Ich wird durch ein perfektes Quadrat geerdet. Das sind schon sehr kraftvolle Übungen und Bilder, die man immer wieder verwenden kann. Wenn du Fragen, Anregungen hast, vielleicht Themen, auch für eine Meditation, dann schreib sie mir einfach in die Kommentare. Lass mir ein Like da oder abonniere den Kanal. Wie gesagt, Community wächst, ist richtig cool. Da kann man jetzt schon zuschauen. Und dann verpasst du natürlich nichts mehr, kein Video mehr hier am Kanal. Ich bin Oliver Erni aus dem wunderschönen Linz, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Und ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Danke.